Ich bin heute hier mit einer kleinen Session aufgeschlagen zum Thema offene Archive, offene Archivsoftware. Möchte eigentlich gerne an den gestrigen Vortrag von Alexander Schmiel aus den Digital Humanities anknüpfen. Wir haben gestern schon gehört, Geisteswissenschaftler tendieren immer stärker dazu, sich ihre eigenen Werkzeuge zu bauen. Und das schlicht und ergreifend, weil das, was ihnen standardmäßig angeboten wird, für ihre Bedürfnisse nicht wirklich ausreicht. Nun, ich habe den Eindruck, und ich arbeite jetzt seit ja auch fast 25 Jahren im Archivbereich, ich habe den Eindruck, das trifft nicht nur auf Geisteswissenschaftler zu. Wir haben ganz häufig zwei große Bereiche, entweder große Archive, die es sich leisten können, sich eine maßgeschneiderte Archivsoftware auf den Leib schneidern zu lassen, oder kleine Archive, die sich irgendwie durchschlagen. Und irgendwie durchschlagen zerfällt nochmal in zwei Kategorien, nämlich entweder baut man selber irgendwas Kleines, was dann meist, wenn derjenige, der es gebaut hat, in den Ruhestand geht, das Problem der Migration mit sich bringt. Oder aber man nimmt ein Standardmodul, ein Standardangebot und ist damit nicht glücklich, versucht damit irgendwelche nicht ganz sauberen Workarounds zu schaffen, um seine tägliche Arbeit zu erledigen. Oder muss sehen, dass man über entsprechende Projektmittel Finanzen einwirbt, um diese Standardsoftware anpassen zu lassen. Ich bin hier in der Ankündigung mit dem Anspruch aufgetreten oder mit dem Wunsch mit euch zusammen hier, uns allen die Arbeit etwas leichter, qualitativ wertvoller und nachhaltiger zu gestalten. Und als Input, ich habe jetzt frei lange genug geredet, kommen wir zur konkreten Sache. Als Input habe ich euch eine Software mitgebracht. Eine semantische Software, die ich euch nicht verkaufen will, die ist Open Source. Die kommt aus den USA vom Roy Rosenzweig Center for Digital Humanities und die in einer neuen Version jetzt vor anderthalb Jahren rausgekommen ist und die ich enorm spannend fand, weil sie auf Anhieb eine ganz andere Struktur als die Datensilos, die wir bisher kennen, dieses lokale Verwalten von Informationen über Archivalien anbietet. Für die ist es ganz selbstverständlich, und damit komme ich so zu den ersten Punkten, für die ist es ganz selbstverständlich, Veröffentlichung als integralen Bestandteil der Erschließung zu denken. Und damit ist Veröffentlichung der letzte Zwischenschritt in der ursprünglichen Erschließung. Das ist nicht wie in einigen Projekten, die ich kenne, wo es dann 2 bis 3 Jahre braucht, um das, was man über Jahre in der Archivsoftware erschlossen hat, dann auch mal irgendwie öffentlich zu machen. Das fand ich eine ganz spannende Sache. Und die sind bewusst offen in dem Sinne, dass sie auf ganz vieles externes Wissen rekurrieren. Thema Link Data, Open Link Data. Und wie das genau funktioniert, das möchte ich euch an 2 Beispielen zeigen. Das erste Beispiel seht ihr hier unten. Das sind die sogenannten Ressourcenvorlagen. Ressourcenvorlagen, uns vielleicht auch bekannt als Erfassungsmaske, Verzeichnungsmaske. Ressourcenvorlagen kann man in Omeka ganz individuell erstellen. Das heißt, diese Ressourcenvorlagen, wenn wir uns mal eine, also ich sage gleich dazu, ich habe hier ganz bewusst auch ein polyhierarchisches Kontextualisierungsmodell, Metadatenmodell verwendet, nämlich das, die Omeka mit dem wichtigen Zusatz S für semantisch. Es gibt auch noch ein klassisches Omeka, das entspricht eher unserer lokalen Verzeichnungssoftware. Die verstehen sich, ich sage es auch gleich dazu, weil die Rückfrage kommt, die stapeln so ein bisschen tief. Die sagen ganz klar, die sind keine Verzeichnungssoftware, sondern die sind eine Veröffentlichungsplattform. Ich bin aber der Ansicht,
und wir können uns gleich darüber gerne unterhalten, dass da noch mehr Potenzial drinsteckt oder aber zumindest Potenzial, was wir in andere Systeme und möglicherweise in unser ideales Erschließungssystem übernehmen können. Ich sagte gerade schon, ich habe, als ich diese Erschließungsmasken angelegt habe, habe ich ganz bewusst darauf geachtet, auch ein polyhierarchisches Metadatenmodell zu nehmen. Einige von euch kennen es vielleicht schon. Es ist mittlerweile im zweiten Draft-Modus, nämlich Records and Contexts. Also ein Archiv-Erschließungs-Metadatenmodell, wie es zukünftig Standard werden soll. Und wenn wir mal hier in diese Aufzeichnung reinsehen, dann seht ihr hier die einzelnen Felder. Ich habe dort als Entität, also ich weiß nicht, ganz kurze Frage, Vertrautheit mit Resource Description Frameworks, Tripeln, Graphen und ähnliches. Wie ist der Stand hier? Weil das ist eine ganz wichtige Grundlage sozusagen für semantische Erschließung. Hat jemand Vorkenntnisse? Okay, ganz kurz. Wir hatten es gestern, wer gestern in der Wikidata-Sitzung war, hat schon eine super Einführung in semantische Erschließung bekommen. Dabei geht es vor allem darum, Aussagen zu treffen. Und Aussagen immer nach einem Schema, das sowohl für Menschen als auch für Maschinen lesbar ist. Und dieses Schema fällt semantisch sozusagen immer in eine Aussage, die Subjekt, Prädikat, Objekt enthält. Kennen wir aus dem Deutschunterricht. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel sagen, Willy Brandt ist ein Politiker, dann haben wir schon so einen ersten sogenannten Tripel, wie er in dem Resource Description Framework verwendet wird, um einzelne Elemente einer Archivale zu beschreiben. Nämlich, wir haben das Subjekt Willy Brandt, wir haben ein Prädikat ist ein und wir haben ein Objekt Politiker. Und idealerweise besteht dieses Subjekt aus einer URI oder einer URL, also ist über das Internet zu referenzieren. Das Prädikat muss aus einer solchen URI bestehen und das Objekt kann aus ganz unterschiedlichen Dingen bestehen. Wir werden das nachher auch noch sehen. Im Fall von Omeka kann das nämlich bestehen aus einem Literal, also einem Freitext, aus einem eigenen lokal in Omeka angelegten Objekt oder ebenfalls aus einer URI, das heißt über das Internet adressierbaren Knoten. Was ist das Besondere jetzt an dieser Erfassungsmaske? Das Besondere an dieser Erfassungsmaske ist, dass wir nicht mehr sozusagen für unser eigenes Metadatenmodell selber eine eierlegende Wollmilchsau entwickeln müssen, sondern das Teil kann man sich aus ganz vielen sogenannten Vokabularen oder auch Ontologien zusammenklicken. Das heißt, ich zeige euch die mal. Ich habe da ganz viele, 10 sind es glaube ich im Moment, Ontologien mit reingeladen. Dabei sind ein paar, die ganz spannend sind. Records in Context für Archivare auf alle Fälle. Könnte man übrigens auch EAD entsprechend als Ontologie reinladen. Das nächste, was immer mehr auch im archivarischen Umfeld an Gewicht gewinnt, ist Premise für die Langzeitarchivierung digitaler Daten, ein Metadatenstandard. Aber auch, wenn wir nach vorne gucken, beziehungsweise in die Vergangenheit der Archivale gucken, ProvO, Provenance, eine Ontologie zur Provenienz, ganz wichtiges Thema für uns. Aber man kann in dem Bereich auch durchaus über den eigenen Tellerrand hinausblicken. Ihr seht an erster Stelle CIDOC. CIDOC ist der Museumsstandard zur Beschreibung von Objekten. Und ich habe bisher fast noch kein Archiv kennengelernt, das kein Sammlungsgut auch mit erschließen muss. Von daher, auch das kann man sich reinholen. Und das Coole an diesen Ressourcenvorlagen ist jetzt, aus all diesen, also ihr seht, dort habt ihr entsprechend meist im zweistelligen Bereich entsprechende Klassen, das sind Objekte sozusagen und deren Eigenschaften, Properties im Englischen. Und aus diesen aufsummiert Hunderten von Properties kann man nun seinem Objekt die Eigenschaft zuweisen,
die man gerade benötigt. Und wir schauen uns das nochmal konkret in der Ressourcenvorlage für die Aufzeichnung an. Bei der Aufzeichnung haben wir nach RIC ein paar Dinge, die erforderlich sind, immer, nämlich ein Permalink, eine Signatur, einen Namen und eine Bemerkung. Das ist sozusagen Standard und das ist in diesem Fall auch als Text einzugeben, beziehungsweise der Permalink als URI. Das kann man sich aber, wie gesagt, ganz locker aus allen möglichen Ontologien zusammenklicken. Zum Beispiel, wenn man einen Urheber braucht und findet den beispielsweise in Record of in Context nicht, dann kann man sich den möglicherweise aus Dublin Core dazu klicken. Und die Maschinen können das, weil diese Ontologien alle vorne sozusagen ihr eigenes Präfix mitbringen. Bei Dublin Core wäre das zum Beispiel DC Terms, Doppelpunkt. Die Maschinen können das später interpretieren, ohne dass man ein großartiges Mapping veranstalten muss. Das ist einer der großen Stolpersteine bisher immer gewesen bei der Veröffentlichung, dass man Datensätze, die nach lokalen Metadatenmodellen entstanden sind, auf der Grundlage lokaler Metadatenmodelle entstanden sind, dass man diese Datensätze entsprechend mappen musste auf irgendwelche Standards. Ich spreche jetzt nicht von EAD, ich weiß, dass klassische Software dafür mittlerweile Standard-Exportmodule hat, aber man will ja möglicherweise auch, Stichwort Europeaner zum Beispiel, möglicherweise auch in andere Metadatenschema rein. Das ist der große Vorteil, wie gesagt, dieser Ressourcenvorlagen. Ich muss nicht mehr das eine glücklich machende Metadatenmodell für alle schaffen, sondern ich klicke das mich individuell glücklich machende Metadatenmodell aus den verschiedenen Ontologien mir einfach zusammen. Und wenn wir uns mal anschauen, wie das zum Beispiel geht, ich suche nochmal eben schnell, wurde geschaffen von, ist so ein Klassiker, dann sehen wir hier drüben in der, Entschuldigung, ich gehe mal kurz hier rauf, so. Wo ist es denn da? Na. So, da sehen wir die Möglichkeit und was uns besonders hier unten interessiert, ist die Frage der Optionen, die wir diesem Feld und dem darin enthaltenen Wert mitgeben können. Und die Datenoptionen, ich hatte es vorhin schon gesagt, Standard ist in diesem Falle Standard, dann die Möglichkeit, einen Text einzugeben oder ein URI einzugeben. Aber das geht noch wesentlich weiter und das ist jetzt der spannende Teil, den ich euch als nächstes noch zeigen will. Ihr seht hier den Begriff des Value Suggest. Und dieser Value Suggest verweist auf eine Möglichkeit, in der Erschließung Normdaten zu verwenden. Normdaten, die sind aber ein Begriff. Die sind ein Begriff. In letzter Zeit, wir haben es gerade auch in den Ausstellervorträgen schon gehört, GND schafft es endlich mal auch von Archiven wahrgenommen zu werden. Ich muss sagen, ich komme seit meiner studentischen Hilfskraftzeit aus dem Bibliotheksbereich. Ich habe für ein archivisches Erschließungsprojekt, für die sachthematische Erschließung eines archivischen Projekts schon in 2001 GND verwandt. Damals hieß es noch Schlagwort Normdatei und war aber schon online recherchierbar. Dem entsprechenden Bibliothekszentrum in Baden-Württemberg sei bis heute Dank. Heutzutage ist es auch online recherchierbar unter dem Titel OGND. Das Coole ist aber, dass diese OGND genau das erfüllt, was wir brauchen, nämlich jeder dieser Begriffe, der dort normiert angesetzt worden ist, hat seine eigene URI. Und ihr erinnert euch vorhin an diese Sache mit der Aussage, mindestens das Prädikat, möglicherweise aber auch Subjekt und Objekt sollten aus einer URI bestehen. Und die Idee ist also, dass man nicht mehr Willy Brandt reintippt und Schwierigkeiten hat, dass der vielleicht mal zwischendrin auch einen Kämpfernamen hatte oder ganz ordinär, dass man Willy Brandt eintippt und ihn hinten nur mit D schreibt. Passiert jedem von uns mal, sondern man ruft dieses Value Suggest Modul auf. Das ist mit
dieser Fremddatenbank, der Normdatenbank, ich muss gestehen, hier für GND ist es noch nicht gelöst, es ist für einige andere internationale Datenbanken schon gelöst. Man ruft dieses Value Suggest Modul auf und bekommt dort entsprechend einen Vorschlag, und zwar erstmal den menschenlesbaren Vorschlag. Gibt also, ihr kennt diese Funktionalität Autocomplete, gibt erstmal ein paar Zeichen ein und der schlägt einem dann eine Auswahlliste vor. Wenn man die bestätigt, und das ist der Witz an der Sache, bekommt man einmal den menschenlesbaren Wert, aber auch die URI als maschinenlesbaren Wert automatisch eingetragen. Schauen wir uns mal bei einem anderen Beispiel an, wie das aussieht. Ich hoffe mal, es funktioniert in der Vorführung. Die Sache bei Open Data und bei Linked Data ist natürlich, dass derjenige, auf den man verlinken will, auch gerade im Netz ist. Wir haben es selbst bei großen Projekten wie der DNB, dass da ab und zu mal auch ein Server abstürzt übers Wochenende und dann nicht verfügbar ist. Ich probiere das hier gerade mal. Medientyp. So sieht ein Feld aus, das ich mit einem entsprechenden Vokabular aus dem bibliothekarischen Bereich aus den USA verknüpft habe, nämlich RDA, Resource Description and Access. Auch bei Bibliothekaren kann man was lernen und nachnutzen. Das Tolle an der Sache ist, die haben mir eine enorme Arbeit abgenommen, indem Bibliothekare weltweit das Teil in ganz viele Sprachen übersetzt haben. Und so habe ich den großen Vorteil, dass wenn ich hier anfange, was in Deutsch einzugeben, beziehungsweise hier kriege ich, weil es eine kleine Auswahl ist, das automatisch schon angegeben, ich nicht etwa die englischsprachigen Werte übernehmen muss, sondern ich habe in meiner Voreinstellung gesagt, bitte durchsuche mir RDA, aber mit dem entsprechenden Präfix DE, also für Deutsch. Und dort kriege ich automatisch meinen Medientyp angezeigt. Das Tolle an dieser Sache ist jetzt, ich habe vorne als Subjekt dieses Satzes eine RIG-Entität. Das heißt, ich habe vorne eine RIG-Entität, das ist in diesem Fall die Aufzeichnung oder auf Englisch Record. Ich habe ein Prädikat, das ist in diesem Fall ebenfalls aus RIG gewählt, nämlich ihr seht es hier, RIG-P Material Type. Und ich habe als Objekt, wenn ich da jetzt mal drauf gehe, als Objekt sowohl eine maschinenlesbare als auch eine menschenlesbare Form, eine URI. Ich habe also sozusagen die ideale standardisierte Erschließung. Drei Treffer, Hattrick. Ich habe vorne eine URI, ich habe im Subjekt eine URI, ich habe im Prädikat eine URI und ich habe im Objekt eine URI. Und alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe das zusammengebastelt. Ich habe das Rad nicht neu erfinden müssen. Ich habe diese Prädikate mir nicht ausdenken müssen. Ich habe die Werte mir nicht ausdenken müssen, sondern ich habe sie von anderen Leuten übernommen, die möglicherweise von bestimmten Dingen, das Ganze kann man ebenso durchspielen, ihr seht es weiter unten, Techniken zum Beispiel, Materialien und so weiter, die davon wesentlich mehr Ahnung haben. Also was im Museumsbereich nicht zum Thema Technik und Material erschlossen worden ist, brauchen wir gar nicht erst anfangen. Da kann man wunderbar die entsprechenden Vokabularien auch aus dem Museumsbereich nutzen. So, das sollte mein Input sein. Gute Zeit, finde ich. 20 Minuten hatten wir jetzt. Und jetzt zu euch. Habt ihr Beispiele? Zum Beispiel, der Kollege von Wikidata hat zu mir gesagt, sagst du auch was zum Thema IKA-Atom? Bin ich nicht so eingearbeitet. Mach das eher nebenher aus Spielerei. Wenn jemand was zum Thema IKA-Atom sagen kann, ebenfalls Open Source. Oder Archivematica. Oder aber, also zur Software.
oder aber zu Funktionalitäten, die uns alle, die ihr aus euren lokalen Anwendungen kennt, die uns alle aber, wie gesagt, etwas glücklicher machen könnten, indem sie uns die Arbeit leichter, qualitativ hochwertiger und nachträglicher machen lassen, dann bitte jetzt. Ich hätte nur eine Frage, gibt es Beispielanwendungen dafür? Ich komme jetzt nicht aus dem Archivbereich und kann mir jetzt, also gibt es irgendwelche Archive, die das nutzen, was man sich mal angucken kann? Das sind meist kleine Archive, also Bürgerarchive, Community-Archive und ähnliches, ja. Schau einfach OmikaS als Schlagwort, die haben ein Verzeichnis der Sites, auf denen sie installiert sind und ein Projekt, das mir besonders gut gefallen hat, wenn du dir mal Bracero ansiehst. Da geht es um hispanische Wanderarbeiter, Migrationsarbeiter in den USA, zweisprachig. Sehr schöne Quelle, finde ich. Die arbeiten aber noch nicht alle, muss man auch dazu sagen, die arbeiten alle noch nicht alle mit OmikaS. Also wenn du, ich glaube, Bracero hat noch nicht umgestellt, wenn du eine Spezialanwendung für OmikaS sehen willst, einfach auf die Seite gehen, einmal schauen, auf welchen Sites installiert ist, ein bisschen durchklicken. Black Mormon ist ein guter Hinweis. Ja, ein weiteres Projekt von Digis, was OmikaS verwendet hat, ist die Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Die haben damit gearbeitet, haben damit aber eine Firma beauftragt, das auch entsprechend anzupassen, weil es nicht ganz so trivial war, sozusagen Daten dann wirklich zu veröffentlichen und auch den Datenexport und das Mapping, was durchaus notwendig war, um die Daten dann letztlich auch nicht nur in dieses System hinein, sondern vor allen Dingen auch Normdaten oder standardkonform aus dem System heraus für die deutsche digitale Bibliothek handelbar zu bekommen. Ja, also zu exportieren, und das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil du hast ja jetzt ganz schön gezeigt, dass man sozusagen Click and Drop, ich bastel mir meine eigene Erfassungs-, Erschließungsoberfläche, sozusagen Metadatenoberfläche, was ja schön ist, so. Die Frage wäre nur, wie kommen die Daten wieder raus, wenn sie aus diesen verschiedenen Systemen, vielleicht kannst du dazu was sagen, vielleicht habt ihr da auch Erfahrungen. Erfahrung noch begrenzt, muss ich gestehen. Da sprechen wir noch vom theoretischen Anteil. Ich habe bis jetzt halt über den Teil gesprochen, über den wir klassischerweise bei der Erschließung sprechen, nämlich den Teil vor der Veröffentlichung. Ich habe aber schon gesagt, OmikaS sieht es natürlich als Teil des Erschließungsprozesses an, das veröffentlicht wird. Und jetzt vielleicht ganz kurz, ich weiz ein klein bisschen aus, die Antwort. Nämlich auf die Frage, was passiert denn danach? Wir haben schon im Laufe der Tagung gehört, es wird immer spannender, sozusagen diesen Prozess der Nachnutzung auch als Teil des Lebenszyklus einer Archivale zu begreifen, der nicht endet, also die Archivale ist ja idealerweise nicht dote, wenn sie bei uns ankommt oder wenn wir sie bearbeitet haben, sondern die lebt ja weiter und die entwickelt auch ich überlege gerade, wir hatten so einen schönen Aktivierung, war glaube ich der Begriff, der fiel. Die wird ja auch immer wieder reaktiviert und neu aktiviert. Und diesen Bereich kann man sozusagen in OmikaS auch gut abbilden. Erstmal, was den Export anbelangt, Standardschnittstelle OAI-PMH. Das heißt, man kann dort ein entsprechendes Modul einklicken und dann kriegt man automatisch ein Mapping vorgeschlagen, wenn man die beiden Metadatenschema Ursprung, Ziel sich benannt hat, kriegt man automatisch ein Mapping vorgeschlagen. Das hat, ich habe es mal ausprobiert, eine relativ hohe Trefferquote, ich würde sagen 95%. Ein paar muss man noch nacharbeiten. Das Schöne ist, das Nacharbeiten funktioniert genau, wie wir es vorhin in der Ressourcenvorlage gesehen hatten, nämlich per Drag and Drop. Das ist also Standardschnittstelle, relativ einfach zu exportieren. Ich habe es noch nicht, ich hatte noch keinen entsprechenden Datenbestand, um das zu spielen. Wenn du mir den von der Wannsee-Konferenz für den internen Gebrauch, probiere ich es gerne mal aus, ob ich dazu. Okay. Sonst gerne mal mit einem größeren Datenbestand auch sowas ausprobieren. Das ist aber nur ein Beispiel. Ich wollte noch zwei weitere Beispiele, und wir haben auch in anderen Sessions schon davon gehört, zwei weitere Beispiele, und zwar
zwei Module, die man noch in OmKS einklicken kann. Konnte man in Classic auch. Das ist jetzt nicht wirklich semantisch. Das war wirklich semantisch. Aber was das Nachleben der Archivale anbelangt, ist schlicht und ergreifend ein Sharing-Modul. Also die Möglichkeit, das über Social Media in der Welt bekannt zu machen. Und ein Folksonomy-Modul. Das heißt, in Ergänzung unserer eigenen standardisierten sachthematischen Erschließung dort möglicherweise auch noch die guten Ideen unserer Nutzer mit einzubinden, die sagen können, ist ganz klasse, dass ihr diese sachthematischen Begriffe gegeben habt, aber ich hätte dabei ja an was ganz anderes gedacht. Und man dann entsprechend das auch als Teil der Erschließung sofort nutzen kann. Und zwar nicht also häufig haben wir bei diesen Folksonomy oder auch Crowdsourcing-Projekten im Metadatenbereich, Entschuldigung, gerade noch, es gibt übrigens auch ein Skripto-Modul. Das heißt, wenn man Crowdsourcing zur Transkription machen möchte, kann man das auch mit OmKS. Aber häufig haben wir dort noch entweder das so, dass das als ganz nette Spielerei angesehen wird, aber nicht wirklich ernst genommen wird, oder aber der Prozess, diese Daten, die dort erhoben werden, in die eigentlichen Repositorien rückzuüberführen, ein so komplizierter ist, dass dann ein enormer Time-Lag, also eine Verzögerung entsteht. Und das ist in OmK einfacher. Ist auch eine Frage des Geschäftsprozesses natürlich, aber wenn man solche Daten in ihrer Datenqualität sichtbar machen kann, und das können wir über entsprechende Prädikate, dann kann man natürlich die auch einfach ungeprüft übernehmen. Uns schreibt nur dran, was wir ja eigentlich von jedem mündigen Nutzer uns wünschen, dass er auch diese Quelle, die wir erzeugt haben, möglichst einer kritischen Prüfung unterzieht. Und wir geben ihm sogar die Möglichkeit, indem wir sagen, das sind Daten, die von uns oder anderer autorisierter Stelle eingegeben worden sind und das sind Daten, die aus dem Nutzerumfeld kommen. Das zum etwas erweitert zum Thema Export. Ich komme jetzt auch nicht aus dem Archivbereich, aber du hattest ja vorhin gerade angefangen mit Nachhaltigkeit. Und wenn ich mir eben halt nochmal rückblickend auf die gestrige Podiumsdiskussion, wo ja auch das Wort der One-Person, das One-Person-Archive eben halt das so mal vorstelle, dann sage ich mir, also nachhaltig ist das ja jetzt auch nicht, weil ich sitze jetzt erstmal als eine Person eben halt ein halbes Jahr oder drei Jahre da dran, bastle mir meine Erfassungsmaske und meine ganzen Geschichten da zusammen und da ist dann nichts passiert in meinem Archiv und meine entsprechenden Aufsichten sagen dann, naja, was hast du denn jetzt hier gemacht? Und da sage ich hier, ich habe hier sowas Schönes Klick und Klack gemacht. Was heißt denn eigentlich Nachhaltigkeit? Heißt denn das jetzt diese nette bunte Oberfläche da? Oder heißt eigentlich, eben halt wie es gestern auch nochmal auf der Podiumsdiskussion aufkam, eben halt die Datenqualität? Und da ist es doch eher eben halt die Frage, ob das nun diese Oberfläche ist oder jene Oberfläche ist, es geht doch ganz allein um die Datenqualität, um die Erfassung der Archivalien und nichts anderes. Und das kann man ja eben auch mit den kommerziellen Softwaren ja auch genauso machen. Da brauche ich das nicht. Danke für die Rückmeldung. Ganz, ganz gute Frage. Nachhaltigkeit. Bin hundertprozentig bei dir. Ja, ich habe hier nur über Nachhaltigkeit bei Datenqualität gesprochen. Nachhaltigkeit für Datenbestände spricht von ganz anderen Sachen. Da geht es nicht um die Software, sondern da geht es um euer Geschäftsmodell, da geht es um Fragen der Migration, um Geschäftsprozesse und Ähnliches. Ich habe wirklich nur von Nachhaltigkeit von Daten gesprochen. Wo ich dir extrem widersprechen würde, beziehungsweise du würdest die Diskussion jetzt enorm bereichern, wenn du mir eine kommerzielle Software nennen könntest, die außer auf die GND noch auf weitere Linked Data zurückgreift. Wir haben es ja vorhin gerade gehört. Das sage ich dann meinem Dienstleister und der bastelt das rein. Genau. Irgendwelche Dienstleister hier anwesend? Schade.
Die würden jetzt nämlich gleich Sturm laufen. Wie gesagt, ich arbeite schon ein bisschen länger in dem Bereich. Gerade wenn du auch für kommerzielle Unternehmen arbeitest, kriegst du irgendwann mit, die Dienstleister sagen dir das, die machen alles, die machen alles, die machen alles für Geld. Ja, deswegen sind sie Dienstleister, genau. Und die verkaufen dir das und dann verkaufen sie es noch 5 deiner Kollegen, weil du dich mit denen nicht kurzgeschlossen hast. Und in der nächsten Version kommt das, wofür eigentlich du hättest Geld kriegen müssen, weil du die gute Idee hattest, kommt das so ganz unterschwellig als Service-Update mit rein, wenn man Glück hat. Aber, und dafür, du sagst es gerade, sind es Dienstleister. Wir haben heute auch, Entschuldigung, gestern, ich komme nochmal auf den Anfang zurück, Alexander Schmiel hat es uns gesagt, die Selbstermächtigung der Wissenschaftler. Die haben irgendwann gesagt, Entschuldigung, aber ich kann meinem Auftrag nicht nachkommen, wenn ich abhängig bin von Dienstleistern, die selbst entscheiden. Es ist nämlich nicht so, und da darf ich wirklich ein Beispiel von den offenen Archiven in Siegen zitieren. Da hat Carsten Kühnel mal so eine Session hier aufgerufen zum Thema Archivsoftwareentwicklung. Und die Aussage der Vertreterin einer dieser Dienstleister war, ja, ist ganz schön, wenn Kunden uns entsprechende Vorschläge machen und wir erwägen die auch, aber ihnen ist schon klar, unternehmerische Freiheit, das letzte Wort haben wir, ob das da reinkommt. Und ich denke, ein Aspekt ist auch die Selbstermächtigung von Archiven, die Frage, können wir unserem Auftrag nachkommen, einem staatlichen Auftrag, einem gesetzlichen Auftrag nachkommen, wenn wir uns in Abhängigkeit von Dienstleistern befinden, die diesem Auftrag nicht unterliegen. Und die Antwort haben wir von Alexander Schmiel auch schon für den Bereich der Geisteswissenschaftler, der Digital Humanities, gehört. Der sagt nämlich, sein Tilota-Projekt war eigentlich mal für eine einzelne Institution vorgesehen, und nun sind die im Rahmen ihrer Möglichkeit darum bemüht, für möglichst viele andere diese Funktion auch zu erfüllen. Das ist eine wichtige Sache. Ich hatte vorhin gesagt, ich kenne es wie gesagt aus dem Bereich von Konzernen, wo große Konzernarchive sich sowas auf den Leib schneidern lassen. Auch Staatsarchive lassen sich ihre Software manchmal auf den Leib schneidern. Nur meist sind da die Verträge immer noch so gehalten, dass eine Nachnutzung gar nicht oder nur unter sehr restriktiven Auflagen für die Archive aus dem gleichen Bundesland oder ähnlichem möglich sind. Und wir sind ja hier in einer Diskussion drin. Ich fände es halt eine wichtige Sache, dass die ideale Archivsoftware auch ein bisschen freier verfügbar wäre. Ich wollte das Thema gar nicht so anschneiden, Open Source. Open Source hat aber auch einen zweiten Punkt, nämlich unser Handeln soll ja transparent und nachvollziehbar sein. Und auch Erschließungshandeln sollte transparent und nachvollziehbar sein. Und wenn wir da irgendwelche Systeme einsetzen, deren Quellcode als Eigentum eines Dienstleisters natürlich unter Verschluss liegt, dann ist die Frage, kommen wir diesem Transparenzgebot überhaupt nach? Danke. Ich würde da noch was dazu ergänzen. Also ich komme aus dem Archivbereich, Stadtarchiv Darmstadt. Und was da noch natürlich, finde ich, wichtig ist, wir haben es ja grundsätzlich auch beim Thema Erschließungsdaten grundsätzlich online zu stellen. Wenn es nicht erfolgt, wird mit den Beständen viel, viel weniger gearbeitet inzwischen, als wenn es als wenn wir da mehr nach außen gehen. Und der nächste Schritt ist halt, wenn es standardisierte Datensätze sind, dann wird damit auch in einem anderen Kontext viel mehr gearbeitet, als wenn es einfach nur die Software ist, die wir halt online stellen, auch ohne Möglichkeit, da vielleicht was rauszuziehen. Also wir nutzen jetzt Archinsis. Ich weiß, es gab ein Projekt dazu, dass von der GND Informationen eingepflegt werden konnten. Das ist bei mir jetzt noch nicht so angekommen, wie das am Ende dann jetzt sich ergeben hat, weil das vom Landesarchiv in Hessen also solche Projekte halt durchgeführt werden. Da sind wir im Endeffekt auch in gewisser Weise in einer komfortablen Situation, weil das halt kein Dienstleister in dem Sinne ist und die natürlich als Archiv auch Anforderungen von Archiven kennen. Und wir können da zum Beispiel als XML unsere Erschließungsdaten rausziehen. Da wäre natürlich interessant, auch mit so einem System, ob wir die dann da einpflegen können. Und
einmal mappen quasi, um die halt auf diese Standards anzupassen, die halt zusätzlich noch existieren. Und genau, und was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist nochmal rückbezogen auf dieses Thema Nutzung, dass wir damit natürlich auch ein Selbst oder für uns selbst war ja was tun, weil die Daten ja auch und die Archivalien ja viel besser genutzt werden können und viel öfter genutzt werden, wenn wir mehr Möglichkeiten der Nutzung haben, was dann durch eine Standardisierung der Metadaten natürlich viel eher der Fall ist. Und gerade eben auch für kleine Archive, also jetzt nochmal so aus der Position gesprochen, also wenn man das wirklich so auch anpassen kann, vielleicht aus einer Software oder aus einer Software, die man sowieso schon hat, dann vielleicht da nochmal umsetzen. Ich war mit der Beantwortung deiner Frage noch nicht ganz fertig. Es wäre ein Missverständnis gewesen, wenn das jetzt eine Werbeveranstaltung für OMKS sein soll. Nee, das war wirklich nur Input und erstes Beispiel von zwei Prinzipien, nämlich Ontologien, Verwendung von Ontologien und Verwendung von offenen Normdaten, Linked Open Data. Das sollte das nur exemplifizieren. Jede andere Software, die diese Funktionalität hat und noch weitere, und da würde ich vielleicht auch gerne noch hören, welche Funktionalitäten wünscht ihr euch denn? Wir hatten vorhin schon gehört, Exportfunktionalität, jede andere Software, also mir ist das Werkzeug Schnuppe. Mir geht es darum, werden diese Funktionalitäten, werden diese Möglichkeiten umgesetzt, mir das Leben einfacher zu machen. Und nach langen Jahren der Beschäftigung mit archivischer Erschließung habe ich das erste Mal hier ein aus dem Herzen kommendes Ja sagen können. Noch nicht perfekt, noch nicht in allen Bereichen. Sicherlich könnte man die Brücke zurück zu Fragen der archivischen Erschließung, ich hatte gestern zum Beispiel ein Gespräch, wie granulär kann man damit beispielsweise erschließen, kann man natürlich dort noch zurückschlagen, vielleicht sogar stärker zurückschlagen, festigen. Das ist noch nicht das Ende, aber ich finde ein recht vielversprechender Anfang. In dem Zusammenhang, manchmal kommen einem die besten Gedanken im Nachhinein zum Thema Export. JSON-LD, JSON-Linked Data, ist eine Beschreibungssprache, XML-Beschreibungssprache. Und jede der Seiten, die ins Web ausgeliefert werden, haben Elemente, die in JSON-LD ausgezeichnet sind. Das heißt, wenn du jemanden an der Hand hast, dann brauchst du noch nicht mal auf meine Datenbank zuzugreifen, sondern dann kannst du dir im Endeffekt sämtliche Informationen, die du haben willst, von der Webpräsenz runterholen. Das zum Thema Export nochmal als Nachtrag. Ja, Funktionalitäten. Ich meine, auch Archivare liegen abends doch mal wach und träumen von irgendwas. Wollt ihr die Träume mal mit uns teilen? Keine Träume, Bereiche, in denen ihr immer wieder gegen die Wand gerannt seid bei der archivischen Erschließungsarbeit und euch gedacht habt, Mensch, das müsste doch irgendwie einfacher gehen. Alle glücklich. Alle glücklich? Aber es gibt Gründe, warum ihr gerade hier drin sitzt. Ihr müsst euch doch was überlegt haben, als ihr offene Archivsoftware gehört habt. Was wolltet ihr hier rausziehen? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Das ist jetzt vielleicht nicht so viel Input. Ich bin in ein paar Projekten gewesen, die gescheitert sind, um eine neue Archivsoftware zu bauen. Und im Prinzip das letzte größere Projekt war gemeinsam mit der Universität für angewandte Kunst in Wien. Und da war im Prinzip alle diese Fremdressourcen oder eben die Überlegung war eigentlich, das alles einzubeziehen. Es ging da eben auch nur im Verständnis zum Beispiel allein darum, innerhalb der Universität alle Sammlungen und Bibliotheken und so weiter in einem System so weit zusammenzuführen, dass man eben digital den Zugang findet, ja, oder die Verbindungen herstellen kann, wo was lagert und liegt. Ich weiß es nicht, wir arbeiten mit einer
Software, die wir selber entwickelt haben, die diverse Fremdressourcen auch von Anfang an also eingebunden hat. Es funktioniert ganz gut. Ich habe jetzt aber irgendwie das Gefühl gehabt, also eben aufgrund dieser nicht fertiggestellten Lösungen und wahnsinnig viel Geld, das auch in Anpassungen und so weiter dann immer reinlaufen würde, dass wir einfach an Ressourcen nicht haben, habe ich eigentlich jetzt eher so die Entscheidung getroffen, das bestehende System zu verbessern, ja? Und nicht mehr neu, weil alles, was an Migration und also das, die Vorstellung, diese Vorarbeit, die letztendlich nie, also es ist nie zu einer Migration letztendlich gekommen, das hat mich wirklich, das hat uns eigentlich alle vor sehr große Kopfschmerzen gestellt. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass man ja möglicherweise neue Bestände, weil ich meine, das ist, also zum Beispiel unsere Datenbank ist nicht webbasiert, ja. Und ich kann mir, ist nicht webbasiert. Und ich finde zum Beispiel, also sowas, das wäre zum Beispiel mal, also eine Idee, die ich zum Beispiel habe, oder ein Traum, den ich zum Beispiel habe, ist, was so zum Beispiel Verschlagwortung betrifft, ja, dieses, dass das Autocomplete, dass du natürlich zugreifst auf unterschiedliche Vokabulare oder so, ja, dass das eben möglich ist, aber dass man zum Beispiel eben auch zusätzlich, das wäre eine Sache von uns gewesen, immer mit Tags arbeitet, das habe ich jetzt eben auch nochmal, dass man sozusagen irgendwann erst bestimmte Schlagwörter aufnimmt ins Vokabular, erst dann, wenn man merkt, okay, dieser Tag ist jetzt schon so oft verwendet worden, jetzt macht es Sinn, weil das ist etwas, was ich zum Beispiel irrsinnig problematisch finde, teilweise, wenn man dann eben so Riesenauswahl hat und es teilweise überhaupt nicht braucht oder so, ja. Aber das war zum Beispiel etwas, wo ich mir gedacht habe in der Entwicklung, das vielleicht ganz interessant ist, also, weil es so easy funktioniert mit Hashtag, es kann man irgendwie auch ganz einfach nachvollziehen, wie das funktioniert. Warte mal, was wollte ich noch sagen? Letztendlich hat die Universität für angewandte Kunst das so ein Folgeprojekt aus diesem leider gescheiterten Softwareprojekt entwickelt. Da sind wir auch dabei. Und das ist eine so ganz, ganz reduzierte Lösung, wo man eben auch Studierende und Alumni und so weiter dazu eigentlich auffordern soll. So quasi, man kriegt einen digitalen Storage, man kann so viel an Assets oder was auch immer, ja, da lagern und auf Verschlagworten und in Beziehungen stellen und so weiter und letztendlich auch irgendwann exportieren und im Prinzip minimale Versionen an Fremdressourcen sind angebunden, so als so Mini-Version quasi ist das übrig geblieben. Aber ich glaube, es kann auch eine gute Serviceleistung sein, auch um Leute, die jetzt nicht Archivarinnen und Archivare sind, aber von vornherein ihre Ausbildung auch mit der Dokumentation in Verbindung zu bringen. Also, Entschuldige, eine Frage hatte ich jetzt, fällt sie mir wieder ein. Glaubst du, kann man das, dieses System zum Beispiel, also ist es zum Beispiel sehr, sehr aufwendig, wenn man sowas hat und zum Beispiel einen Bestand archiviert über so ein System, dass man das zum Beispiel mit einer bestehenden anderen Datenbank in Verbindung bringt und dann ins Netz? Das müsste eigentlich relativ easy möglich sein, wenn man bestimmte, also wenn man zum Beispiel allein die GND, also wenn man allein diese Fremdressourcen nutzt, könnte man das ja matchen wahrscheinlich, also dass man dann wirklich so was wie das noch als Zusatzfeature für das eigene Archivierungssystem nutzt, oder ist das zu kompliziert? Muss ich sagen, das ist jetzt ungetestete Antwort sozusagen. Auch da in meiner Arbeit mit Repositorien habe ich mittlerweile den Eindruck gewonnen, wenn du Daten manipulieren willst, ist das Beste, was du machen kannst, mit CSV, Comma Separated Text Values zu arbeiten. Die kriegt jedes System raus, dann kann man sie wunderbar manipulieren und die kriegst du auch in Omeka wieder rein. Ansonsten die Importer-Funktionalitäten von Omeka, muss ich sagen, ist im Moment noch ein bisschen ein dunkles Loch für mich. Zwei ganz spannende Sachen. Du hattest gesagt, ihr müsst auch verschiedene Institutionen und verschiedene Nutzergruppen betreuen. Ich versuche jetzt gerade hier mal durchzugucken. Eine Möglichkeit bei Omeka S und vielleicht auch, ich weiß nicht, ob das für euch von Bedeutung ist, es gibt eine sogenannte Multi-Site-Funktionalität. Das heißt, man kann einzelne
bildnah als eigene Standorte sozusagen hinterlegen. Das heißt, du könntest jedem dieser Standorte eigene Rechte zuweisen, du könntest jedem dieser Standorte eigene Ressourcenvorlagen, eigene Objektpools und ähnliches zuweisen. Also das auch, wer mit in solch verteilten Systemen, wo alle idealerweise ein gemeinsames System zumindest im lokalen Bereich nutzen sollen. Das ist natürlich auch eine feine Sache, wenn man das machen kann und nicht dafür jedes Mal ein neues System aufsetzen muss. Da ich ja von außen komme, also ein wenig fühle ich mich nicht so richtig wohl. Wenn jetzt keine Fragen kommen, dann ist da... Also könnte man sagen, ist die Welt ja in Ordnung, beziehungsweise geht die Diskussion vielleicht eben halt eigentlich vorbei. Die Archive erfassen ja digital. Die Archive sind vielleicht eben halt mit dem Slogan offene Archive im Grunde genommen ja auch offene Archive, denn sie sind ja nicht geschlossen. Jeder Besucher kann diese Archive eben halt besuchen und hat Zugriff zu den einzelnen Akten, zu den einzelnen Urkunden und. Woran krankt es denn? Also wo sind denn die Dinge? Ist die Online-Präsenz eben halt, wie wir es ja gerade gehört haben, ähnlich wie bei den Bibliotheken, dass eben halt mit der Offenstellung der Kataloge auf einmal die Ausleihzahlen und die Benutzungszahlen ja gestiegen sind, krankt es daran, wenn es nur an dieser Schnittstelle eben halt krankt, dann ist doch das eigentlich schon gestern eigentlich lösbar gewesen. Oder ist es doch nicht so einfach? Eine Antwort? Aber endlich. Es könnte vielleicht daran anknüpfen. Also ich komme vom Deutschen Rundfunkarchiv. Naja, die ARD hat ihre eigenen Datenbanken, hat ihre eigene Normdatenbank etc. Was mich umtreibt, ist, wenn man Archive nun öffnet, natürlich die Frage, klar, natürlich die Schnittstellenfrage oder die Exportfrage, aber auch die große Frage, wie entwickelt man jetzt mal einen guten digitalen Lesesaal? Mit Zugangsbeschränkungen zum Beispiel, wenn man bedenkt, dass das DAA zum Beispiel NS-Quellen hat. Ich finde, dafür gibt es nicht so richtig Konzepte. Ich schaue mich noch um. Und natürlich auch die Sache, wie vermittelt man attraktiv die Bestände im Internet? Denn ich muss sagen, es gibt natürlich viele Archive, die jetzt so eine Art Tektonik haben, wo man durchklicken kann. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass man sich damit auseinandersetzen möchte. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt schon so eine Fragestellung der Archivsoftware ist, die man im Archiv zum Verzeichnen benutzt. Aber es braucht natürlich auf der anderen Seite immer noch was darauf aufsetzt und eine bessere Durchlässigkeit, um Dinge im Internet zu gestalten, finde ich. Und auch gerade diese Frage digitale Lesesaal treibt mich halt ziemlich um, weil man einfach noch nicht viel hat, auf das man aufbauen kann, finde ich. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie daran anknüpfungsfähig ist. Also du sprichst ja Fragen der Nutzerberechtigung an. Wie gehe ich in dem Fall damit um, wenn ein anonymer Nutzer auf eine Verzeichnungseinheit gucken will? Das ist eigentlich eine Sache, die meines Wissens nach so ziemlich alle Softwaren bieten, dass du verschiedene Gruppen definieren kannst innerhalb der Software, die dann bestimmte Rechte haben auf die einzelne Verzeichnungseinheit. Das ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Die Präsentation, ja, vielleicht sollten wir bei Nachnutzung durchaus auch Präsentationsformen mitdenken. Das denke ich auch. Und vielleicht ist das auch so ein Ansatzpunkt. Du hast gerade gefragt, offene Archive haben wir doch. Vielleicht ist es Zeit, uns von diesem Begriff der offenen Archive zu verabschieden und Records in Context folgend von vernetzten Archiven zu sprechen. Nämlich eine Möglichkeit,
der Präsentation sind, und zwar eine Wahnsinnsmöglichkeit der Präsentation, der Reichweitensteigerung, der Erreichung neuer Nutzerschichten, sind diese verdammten Linked Open Data. In dem Moment, wo wir nicht mehr lokal irgendwas haben, sondern auf einen entsprechenden Datensatz irgendwo im Netz verlinken, kann jemand, der nach was ganz anderem gesucht hat, der hat zum Beispiel auch nach Politiker gesucht und kriegt dann plötzlich Willy Brandt angezeigt, wo er gar nicht nachgesucht hat. Und weil wir auf Willy Brandt verlinken, wird er plötzlich, weil wir auch eine Property definiert haben, at Archives, wird er plötzlich auf unser Archiv verwiesen, dass wir Materialien zu Willy Brandt bei uns vorhalten. Das ist eine Form der Öffentlichkeitsarbeit, die keinen Cent extra kostet, sondern die wir im Endeffekt mit einer entsprechenden semantischen, vernetzten Erschließungsarbeit schon geleistet haben. Und das ist, denke ich, auch ein ganz großer Unterschied dieses Ansatzes, dass wir uns dort halt nicht mehr irgendwo lokal befinden, uns zurücklegen und sagen, ja, wir sind doch offen, kommt zu uns. Sondern nein, wir gehen damit raus. Und wir gehen dorthin, wo die Leute suchen und möglicherweise nicht uns suchen, aber uns finden. Danke. Ich wollte nur ganz kurz da noch ein Beispiel auch geben, weil wir sind auch Vorsitzende vom European Artnet, das ist eine Vereinigung von Kunstarchiven im europäischen Kontext, die alle datenbankgestützt arbeiten, alle haben unterschiedliche Datenbanken und wir haben alle sind eben seit teilweise über 20 Jahren eben online auch mit ihren Beständen vertreten und wir haben das seit jetzt 2 Jahren, dass wir digital die Bestände so zusammengeführt haben, dass man eben von der jeweiligen Datenbank auf Personendatensatzebene in den Bestand eines anderen Archivs oder Dokumentationszentrums klicken kann, wenn sich was zu dieser Person dort findet. Und das ist sozusagen die Mini-Lösung, die möglich ist, weil A, wir alle unterschiedliche Datenbanken haben, B, wir gedacht haben, okay, wir haben eigentlich alle GND, aber es ist in Bukarest und in Prag und in Prag wird GND verwendet, aber in anderen Archiven zum Beispiel eben nicht. Also das ist jetzt, es war zu wenig gematcht, dass das wirklich möglich war. Das heißt, wir haben uns eigentlich geeinigt auf eine sehr unsaubere Lösung, weil da kommt es halt zu Fehlern, da muss man manchmal manuell nachbessern. Also Nachname, Vorname und Geburtsjahr. Ja, das war das Einzige, was möglich war. Und das sind, aber jetzt nur, um das nachvollziehbar zu machen, das ist ein unglaublicher Zugewinn, dass man im digitalen Raum über 11 Partnerarchive in die jeweiligen Bestände klicken kann und schauen kann und eben weiterführende Informationen kriegen kann in so einem spezifischen Kunstbereich. Also weiß nicht, das sind alles Dinge, die wenn man eben solche Fremdressourcen einbindet von vornherein, die man viel einfacher eben zur Verfügung stellen kann auch. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen abgespeist gefühlt gerade. Natürlich, jede Datenbank ermöglicht mir, Nutzerprofile anzulegen und dann zuzuweisen, wer was sehen kann. Aber es geht mir darum, dass man eine digitale Forschungsumgebung online aufbaut, in der man eben Forschern auch gezielt Quellen zur Verfügung stellt, ihnen entsprechende Rechte zuweist, aber auch sie eben betreut. Und ich finde, dafür gibt es noch nicht so gute Systeme. Also natürlich kann ich die in mein Haus einladen, ich kann denen die Befugnis geben, in einem Pool zu recherchieren. Aber gerade in den Rundfunkarchiven ist das Problem, wir haben sehr viele Daten, die können wir nicht nach außen geben. Und es gibt auch Bestände, die wir bestimmt nur gewissen Zielgruppen zugänglich machen können. Und da, finde ich, fehlen noch Systeme, mit denen man so locker arbeiten könnte. Abspeisen wollte ich dich nicht, Entschuldigung. Wirklich nicht. Nein, ich hatte dort den Schwerpunkt deiner Frage vermutet. Wenn der Schwerpunkt aber lautet digitaler Lesesaal? Ja, also der Begriff ist ja ein bisschen wird unterschiedlich gewählt. Ich meine tatsächlich, dass die Leute von ihrem eigenen PC zu Hause arbeiten. Nicht, dass sie genau. Genau, also der Fernzugriff sozusagen auf eure Daten, wie kontrolliert man den, wie gestaltet man den sexy? Ich
Und da kann ich dir wirklich keine Antwort drauf geben. Du sagst es ja selber, wir sind gerade in der Diskussion. Hätten wir nicht auch eine Präsentation zum digitalen Lesesaal aus der Schweiz haben sollen? Hatten wir? Oder? Ich war jetzt gerade mit Wikipedia in der Schweizerischen Phonothek und die haben also ein mehrschichtiges Modell. Man kann sich beispielsweise über die Suchmaske Beethoven finden, man kann sich manches anhören. Anderes kann man nur im Infranet anhören, also an ausgewählten Lesestationen in Schweizer Universitäten, Archiven, Staatsarchiv oder bei der Schweizer Dépendance in Rom. Also es gibt 56 Stationen, da kann man sich dann anderes anhören aus dem Zweiten Weltkrieg oder ganz neue Sachen, Tondokumente. Es geht da eben nur um Tondokumente oder kaum um Videos. Ich glaube es auch noch nicht. Aber wie gesagt, wir sind ja da gerade erst in der Entwicklung. Die Frage, wir wollten ja so ein bisschen von der idealen Archivsoftware träumen. Das wäre, wenn ich dich richtig verstanden hätte, in deinem Traum ein Bestandteil einer integralen Archivsoftware. Das heißt auch, dass man also diesen Bereich der Veröffentlichung, es ist ein Objekt im Netz sozusagen, noch ein bisschen differenzierter auch denkt. Und auch in seinen Steuerungsmöglichkeiten, in seiner Ausprägung, also in seinen Präsentationsformen noch ein bisschen differenzierter denkt. Könnte das eine Idee sein? Oder eine Forderung sein? Ich hüpfe immer mal. Bei der Gestaltung von Schnittstellen, oder die Frage ist ja auch, in welchem Verhältnis steht dann das Ursprungssystem, die Datenbank, in der man intern verwaltet, mit diesem System außen, also kann man das auch von einem System ins andere steuern, etc. Das ist natürlich eine Schnittstellenfrage. Ich frage mich nur immer noch, wie wir die Schnittstelle dann bauen und was dahinter kommt. Ja, das ist die große Frage, und welche Rückwirkungen das auf die Archivsoftware haben wird, weiß ich nicht. Es könnte ja auch den Erschließungsprozess schon verändern, dadurch, dass man vielleicht im Vorhinein schon Pools bilden muss, die dann entsprechend zugänglich sind oder nicht zugänglich sind für gewisse Zielgruppen etc. Also das kann natürlich auch Auswirkungen haben, dass man seine eigenen Bestände umstrukturieren muss. Ja. Es ist noch ein Suchprozess. Ich reiße das Mikro jetzt quasi an mich, weil wir die Session hier beenden müssen, zeitlich. Ganz kurz noch, also ich habe die Frage, wovon jetzt Archivarinnen und Archivare in im Bereich der Schließung und Träumen auch nochmal auf Twitter gestellt, und es kam die Antwort, nicht mehr erschließen zu müssen, aber auch gleich die Gegenrede, eigentlich nicht. Eigentlich gibt es auch Archivarinnen und Archivare, die davon träumen zu erschließen, weil sie dafür im Moment keine Zeit haben. Das heißt, vielleicht sind die Träume momentan auch einfach noch zu analog in dem Bereich, weil die Ressourcen halt einfach dann da schon fehlen und dann, dass man gar nicht im Digitalen ankommt teilweise und bei diesem Bereich. Ja. Also, Dankeschön.